Hey Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute will ich euch zeigen, wie ihr eine Datei in einem JPEG verstecken könnt. Wir nehmen hier jetzt als Beispiel eine einfache Textdatei. Wie man die erstellt, weiß ja jeder. Einfach ein Textdokument erstellen und da irgendeinen Mist reinschreiben. Speichern und zumachen. So, also. Die Tools, die wir hierfür brauchen, sind Kommandozeilen-Tools. Das bedeutet, wenn man sie runterlädt, der Download-Link steht in der Beschreibung. Ich habe das auf meinem Duckload-Account hochgeladen. Einfach hier runterladen. Und dann sollte der als nächstes in eurem Downloads-Ordner sein. Also hier jetzt. Da ist bei mir nichts drin und das ist auch gut so. So, als nächstes, müsst ihr den ZIP-Ordner entpacken und danach die beinhaltenden Dateien in den System32-Ordner verschieben. Wenn ihr das getan habt, öffnet ihr die Kommandozeile und navigiert zum Desktop. So, als nächstes müssen wir die Textdatei noch in einen ZIP-Ordner packen. Dazu einfach einen Rechtsklick drauf machen, senden an und einen ZIP-komprimierter Ordner. Die Textdatei brauchen wir danach nicht mehr. Als nächstes müssen wir die ZIP-Datei in eine UOE-Datei umwandeln, um sie im JPEG verstecken zu können. Dazu geben wir in der Kommandozeile einfach UUN-Code text.zip text.uoe ein. So, danach haben wir hier unten unsere UOE-Datei, die Textdatei brauchen wir nicht mehr. So, danach müssen wir natürlich die UOE-Datei im JPEG verstecken. Das machen wir mit der Eingabe exif-tool --comment Anführungszeichen, ein breiter Pfeil, Anführungszeichen text.uoe bild.jpeg. So, nachdem dann die UOE-Datei im JPEG versteckt wurde, brauchen wir diese auch nicht mehr. So, also hier sehen wir das Bild mit der Textdatei bzw. der UOE-Datei drin. Und hier ist das unveränderte Original. Es gibt eigentlich gar keinen Unterschied zu den beiden, außer natürlich, dass vielleicht die Größe ein bisschen anders ist. Aber im Prinzip brauchen wir das hier auch nicht mehr. So, jetzt können wir die Bilddatei irgendwo hochladen. ImageCheck, Facebook, irgendwo. Natürlich darf diese Datei nicht verändert werden, sprich sie darf nicht in ein anderes Format gebracht werden, wie zum Beispiel PNG oder BMP. So. Um unsere Datei wieder aus der JPEG-Datei rauszubekommen, öffnen wir die Datei mit einem Rechtsklick in einem Editor. So, dann können wir hier schon ganz am Anfang sehen, Beginn, Text.zip und hier unten End. So, als nächstes müssen wir einen neuen Editor öffnen. Und diese Text hier einfach in die andere Datei kopieren. Das können wir zumachen.
Und diese speichern wir dann unter Desktop. Benennen sie text.uue und setzen den Dateityp auf alle Dateien. So, als nächstes öffnen wir wieder die Kommandozeile und geben uudcode ein und danach text.uue. So, wir haben unseren ZIP-Ordner und darin ist die Textdatei und man kann sie wieder lesen. Das könnt ihr mit so ziemlich jeder Datei machen, aber der ZIP-Ordner, also sprich wenn die Datei komprimiert wurde, darf nicht die Grenze von einem Gigabyte überschreiten, denn dort gab es bei mir eine Fehlermeldung, dass die Datei bzw. dass irgendein Fehler aufgetreten sei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao!